Der total verrückte Rummelplatz, the totally crazy Rummel place. It's a fair, Rummelplatz is German for a fair ground. So it's all about country fair today. Und das geht so. Wir werden jetzt mit euch drei Spiele machen. There will be three games, three competitions. And one of you will get a huge prize and the other will maybe also get a prize. And we start by rose shooting. Wir fangen an mit Rosenschießen. Und, und zwar müsst ihr diese Ballons schießen. Kommt mal hier vor. Wunderbar, vielen Dank, Sarah. Danke sehr. Wow. So you get these roses. And these are actually, you have to be careful. Roses can be thorny. Every also, rose. Und dann, ich denke mal, du kannst anfangen, vielleicht Monika. This is, there is an imaginary line. You don't step over this. And then you take turns. And you have the white balloons. And you have the black balloons. You shoot and turn. And whoever has more destroyed by the end, wer am Schluss mehr zerstört hat, hat gewonnen. And you have to go for the white ones. So you're actually lucky that you didn't hit the black one. Okay, now you go. You go for the black ones. Black one. Okay. Oh man. Okay, you go. So it's 0-0 now. Hey! Very good. Immer noch 1-0. If you hit now, you're already the winner. Hey! Ah. Sehr gut. Für Matze machen wir jetzt noch einen Sonderdurchgang. Ist hier noch ein? Und zwar müsst ihr jetzt gleichzeitig schießen. Okay. Und wer zuerst, es gibt einen einzigen Ballon, wer zuerst, whoever hits the balloon first now, wins. Yeah, you say it's scary, it's scary for the balloon, I tell you. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah! Matze won this one. Sehr gut. Ja, das mussten wir noch. Wir mussten natürlich noch das mit diesen tollen Federn unterbringen, die dann hier da irgendwie so explodieren. Das war uns noch wichtig. Okay, nächstes Spiel heißt Hau den Lukas. Und jetzt ist es aber so, Lukas macht bei uns die IT, also die ganzen Computersachen. Und der war uns zu kostbar, den aufs Spiel zu setzen. Deshalb machen wir in Wirklichkeit Hau den Tex. Und wir haben also jetzt hier diese Hammer. So. Und wir haben... So, and your task will be to hit me really hard on the head. And let's go in front. And here können wir hier die Schlagkraft messen. Wir haben hier so ein Gerät und das misst die Schlagkraft. So we measure the impact force. See, this is a scientific thing. And it measures the force by which you hit me on the head with that hammer. It will hurt, but what I do whatever it takes to make this show the best possible, you know? So. So. Again, you will take turns, and Sarah will measure it on the scale, who's better and who's stronger of the two of you. Okay. So, and this, actually, this works with, das geht über Schall, this works with the noise, so we have to be very quiet before you hit. And you can hit hard. Okay, you start. Okay, sorry. Das sind 105! Wow. This will be hard to beat. Okay. Warte. Dreiundachtzig. Okay, second blow. This is, might be bad for health. It might be bad for health? I don't care. Okay. 108? Irgendwas macht die... Okay. Yeah, I don't know what you do wrong. Okay.
82. Ich glaube, dieses Gerät ist ein bisschen parteiisch. Sarah, was hast du da gebastelt? Okay, third and last thing. Okay. This hurts me. 107. Ist aber wir waren schon bei 100. Okay, und letzte Chance, den nicht noch zu ausschlagen. Das ist eine schöne Idee, genau. Vielleicht. Okay. Aber du bist clever. Es geht nämlich nur. Man denkt immer so, hier 1000 Watt und oben geht die Birne nicht an, aber es kommt eben auch auf die Tricks an, wo man steht und so. Aber ich glaube, die war trotzdem bei 109 mal, oder? Oder war es tatsächlich Putt? 108, okay, Gleichstand. You're just both so strong. That it's a miracle that I still stand here among you. Okay, das war das zweite Spiel. Vielen Dank. Das geht ganz schön aus. So, und das dritte Spiel ist das total verrückte Entenangeln. Und zwar ist es so, dass it's a German tradition to wear ducks on the heads. And you see that in the audience. And ihr werdet jetzt die Aufgabe haben. Ihr habt hier diese Angeln. You have these fishing rods. Take awesome. One. Und ihr habt diese Teiche, these ponds, and you go all the way in front. Und ihr müsst jetzt auf mein Signal hin, müsst ihr so viele Enten wie möglich angeln. You fish these ducks and put them in your pond. And in the end, whoever has more ducks wins. Okay, get it? So you have to be exact and fast. Because there's an odd number of ducks around. Okay, du hast verstanden? Ihr habt's auch verstanden? Enten schön ruhig halten. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! It is hard. Hey! Okay, beide haben die erste Ente! Yep, die zweite Ente für beide. Ich hoffe, dass die Kameras die Gesichtsausdrücke mit einfangen. Oh, he's really good. Die dritte Ente. Ah. Ah. Und da ist die vierte Ente. Sie haben mit der Matze gewonnen. Toll. Und jetzt ist es so, ja, sehr fair, sehr gut. Jetzt ist es so, dass das erste hat, you won the first actually, right? He only won the extra point. And then the second was a tie. Und das dritte hattest du gewonnen. Das heißt, es ist insgesamt ein Tie. Aber dadurch gewinnt das Sonderspiel. And this means you're only second winner. Und du hast gewonnen, meine Damen und Herren. Matze Rossi hat gewonnen. Wunderbar. Und ganz im Jahrmarktsteil kriegt Matze diesen Bär oder Hund Luigi, man weiß es nicht so genau. But you also get a gift. Haben wir noch ein? Aber du sollst auch nicht leer ausgehen, du kriegst diesen, it's a lanyard. Isn't it miraculous? Wunderbar. Danke sehr, das war der total verrückte Rummelplatz.